Fenster aber schon umgekippt. Heute bin ich gestorben, ne? Heute wird nicht gestorben, sagt Feuerwehrmann Bastian Barz energisch. Er sagt, er nutzt mir so. Wollen keine Angst haben. Ganz junger Mann, ne? Wie alt sind Sie? 25. Ja, verstehen Sie das, wenn da einer sagt, ich will nicht mehr leben? Ja, man weiß natürlich nie, was in dem Leben so vorgefallen ist. Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, was da alles passiert ist, aber gut, ist so, wie es ist. Ne? Am Nachmittag ist es ruhig. Dass mal keiner ausrücken muss, fast ein Wunder. Dass sie ein Team sind, hilft, schlimme Erlebnisse, Selbstmorde, Unfälle, Opfer von Schlägereien zu verarbeiten. Niemand lässt seinen Partner alleine. Man ist immer zusammen, man geht immer zu zweit vor. Also alleine macht da keiner. Einzelkämpfer haben hier keinen Platz. Habe ich noch nie bedauert. Nee. Ich bin ja 20 Jahre dabei und nicht einen Tag. Menschen helfen, Feuer, Blaulicht fahren. Das war toll. Es macht Spaß. Deswegen bin ich Feuerwehrmann geworden. Ich mache das nach wie vor schon im Rettungsdienst seit 10 Jahren und ich mache das noch die nächsten 30 Jahre. Mir macht das Spaß. Schon 30 Minuten später. Alarm am Jungfernstieg. Im Alsterhaus ist ein Gast zusammengebrochen. Diesmal sind Björn Tüttenberg und Robert Ross unterwegs. Drei Rettungsteams sind parallel fast ständig im Einsatz. Ein Wachmann lotst sie durch die schicke Parfümerieabteilung in den Lastenaufzug. Kaviarabteilung. In die Kaviarabteilung? Ja. Ach so. Und da hat einer zu viel Kaviar gegessen, oder was? Keine Ahnung. Ich habe so eine Aussage bekommen, Fahrstuhl stillzulegen so lange und gleich hochzufahren. Der Gast liegt auf dem Boden, ist aber ansprechbar. Feuerwehrmann Björn kontrolliert den Blutdruck, prüft den Blutzucker. Kollege Robert telefoniert mit dem Notarzt. Ja, genau. Hier ist kein Notarzt. Wir haben den Notarzt jetzt abbestellt. Ist nicht vonnöten. So akut ist das jetzt nicht. Er fühlt sich schlecht. Genau, er hat ein bisschen Kreislaufprobleme, niedrigen Blutdruck. Wir versuchen das jetzt in den Griff zu kriegen und schauen mal weiter. Also kein Problem mit Kaviar. Die Herzfrequenz ist ein bisschen zu tief und der Blutdruck sackt immer wieder ab, sobald der Oberkörper hochkommt. Und das ist nicht normal und dementsprechend mache ich jetzt mal einen Ruhe-EKG-Ausdruck. Ja. Das heißt, Sie würden jetzt schon sagen, es ist nötig, dass wir jetzt Krankenhaus. Auf jeden Fall. Ja. Björn tippt auf schwachen Kreislauf. Der Patient ist schon wieder ganz krekel. Das Kabel bleibt noch ein bisschen dran. Ja, gut, das ist in Ordnung. Ja. Wenn der keinen Strom reintut, ist es gut. Nein, machen wir heute mal nicht. Aber Mensch, ja toll, dass es hier gibt. Das ist auch. Ja. Das sagt der Bürgermeister auch. Welcher, der Erste oder der Jetzige? Jeder Bürgermeister. Weil wir direkt bei Ihnen im Revier sind. Ja. Ja, das geht runter wie Öl. Weil das haben wir so selten. Da freut man sich wirklich, wenn man mal wirklich gelobt wird und sagt, es ist toll, dass es euch gibt. Also es gibt auch wirklich Leute, die sagen, was wollt ihr hier und beschimpfen uns. Gerade auf der Reeperbahn nachts, Freitagnacht, Samstagsnacht, passiert das öfter. Diesmal geht es nicht auf die Reeperbahn. Es ist mal wieder Feueralarm. Patrick und Ingo haben Töpfe und Pfannen stehen lassen. In jedem Löschzug sind 10 Mann, auf den 2 Löschbooten weitere 4 Männer und dann noch 3 Rettungswagen mit 6 Kräften. Jetzt rückt zunächst ein Löschzug aus. Ein Großbrand oder doch nur der Fehlalarm eines Feuermelders? Oh, wie süß! Wie süß? Sie sind sauer, dass sie wegen so einer Kleinigkeit gerufen werden. Ja, wir rennen erst im Topf, gleich durch. Jemand hat einen brennenden Kochtopf aus dem Fenster geworfen. Offenbar sollte es heute Abend Gemüseeintopf geben. Ich habe mehrere Töpfe mit Paprika und Kartoffeln drin. Ein Passant wundert sich über den Aufwand. Er kommt aus Mississippi. I come from Mississippi. The fire department and the police come and the camera team. Yeah. It's a bit strange for a burning box. Ein bisschen strange, ein wenig seltsam, das finden sie auch. Hätte ein beherzter Bürger Wasser über den Topf gegossen, wäre ihr Einsatz nicht nötig gewesen. Hat wahrscheinlich ein Ehemann die Kochkünste seiner Frau nicht gemocht, oder was? Oder er wollte sich Ärger ersparen, ich weiß es nicht. Einfach den Kram vom Herd genommen, rausgestellt, das brennt.
Irgendwer kommt schon. Hauptsache die Küche bleibt heil. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ärgern Sie das? Ja. Ja, manchmal schon, weil es wirklich Pillepalle ist. Ja. Ne? Aber so ein Handy ist schneller geholt als ein Eimer Wasser. Das hat man in der Tasche. Eimer Wasser nicht. 11 Cäsar von Florian, da muss ich kommen hin. Ich brauch sie einmal auf dem Dom für eine männliche Person mit gebrochener Nase. Marco und Ingo haben anschließend wieder Schicht im Rettungswagen. Diesmal geht es auf den Dom. Das ist in Hamburg dreimal im Jahr ein Jahrmarkt am Heiligen Geistfeld. Ein junger Mann ist zu enthusiastisch Autoscooter gefahren und hat sich wahrscheinlich die Nase gebrochen. Habe ich irgendwie dumm nach vorne gebeugt und habe dann mit der Nase aufs Lenkrad geknallt. Und ja, tut weh, hat stark geblutet und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr gerade ist. Sie bringen Tim ins Krankenhaus. Der verständigt erstmal seine Freundin. War blöd von mir. Ich weiß nicht, ob ich nach vorne gebeugt habe. Ja, beim nächsten Mal machst du es nicht mehr. Ja, ich ärgere mich gerade irgendwie mehr um mich selber. Das ist gut. Dann merkt man sich das. Ja. Dass seine Eltern nicht brav zu Hause auf seinen Anruf warten, findet Tim unerhört. Wir sind beide nicht zu Hause. Und ja. Auf dem Handy kann ich sie mir gar nicht erreichen. Ich frage mich, warum. Weil die schon alt sind und ins Bett müssen. Ja, das stimmt. Tims gebrochene Nase wird versorgt. Sein Freund leistet Beistand. Für Marco und Ingo hat die Schicht gerade erst begonnen. Es wird wieder eine lange Nacht. Notruf.